Emmersberger Sie leiten jetzt das Jugendturnier hier von Eggenstein, hier von Zappen. Wie ist denn das Turnier bisher verlaufen an dem schönen Tag heute? Ja, also sportlich auf jeden Fall sind wir sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, wir bringen das fertig, jedes Jahr eine Reihe namhafter Mannschaften hierher zu holen. Dieses Jahr sind es wieder drei neue mit Nijmegen, Holland, mit Mainz 05, Bundesliga und mit Sturm Graz, österreichischer Meister aus dem Jahre 2011, die auch, glaube ich, jetzt gerade das Halbfinale spielen. Vom Wetter her gesehen, muss ich mal gleich vorweg schicken, hat uns der liebe Gott mal wieder wirklich sehr wohl getan, denn es war weitaus schlimmer angesagt mit Regen und allem drum und dran. Was das Drumherum anbetrifft, brauchen Sie hier bei einem derartigen Turnier, das wir, wie gesagt, seit 41 Jahren abwickeln, sehr, sehr viele Leute, sehr viele Idealisten, die dir helfen und sehr, sehr viele Eltern, die die Jugend auch zur Übernachtung bereit ist, aufzunehmen. Ja, der Verein, so eine große Jugendarbeit hier, so traditionell? Ja, wir sind ganz besonders dieses Jahr stolz drauf. Wir haben 275 Jugendliche hier in einer Spielgemeinschaft. Spielgemeinschaften gibt es ja nur von A bis C. Mhm. Und dann noch Gastspieler von D und E aus Leopoldshafen. Das zusammen ist eine ganze Menge Jugendarbeit zu bewältigen. Sportlich sind wir überall dort, wo man es letztes Jahr nicht geglaubt hat. In der Dora in der Kreisliga, mit der Cäsa in der Kreisliga, mit der Bertha in der Landesliga erstmalig aufgestiegen, dieses Jahr mit der A-Jugend auch aufgestiegen und im Pokalendspiel gewesen. Also wir sind auf unsere Jungs sehr, sehr stolz und es hat sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Also wie lange seid ihr dann schon dran in der Vorbereitung für dieses Turnier? Die ganze Woche? Das oder? Geht morgen schon wieder los für nächstes Jahr. Aha, das ist ja, Sie müssen diese Mannschaften ein Jahr vorher schon einladen. Sie wollen es so, weil sie sehr, sehr viele Turniere spielen. Diese Mannschaften, die hier sind, ist ja alles U13 und wir spielen ja diesmal erstmalig mit der U15, U14, U15, weil die Satzungsänderung beim DFB es nicht zulässt, dass wir weiterhin mit der U13 spielen, wir als Gastgeber. Könnt ihr denken, wie sie wollen darüber oder man kann darüber denken, wie man will, es ist leider so. Aber die Bundesligisten und die Herrschaften aus dem, die Mannschaften aus dem europäischen Ausland spielen ja alle keine Punkterunde wie wir, sondern sie spielen Einladungsturniere europaweit und messen sich immer mit einer Klasse höher. Also die D-Jugend mit der C-Jugend. Und da mir das bekannt war, war es nicht schwer, dieses Turnier zu retten. Mit einem Verbandsjugendleiter, der das alles sehr begrüßt hat und uns dabei unterstützt hat. Jetzt haben wir ja tollen Sport hier gesehen. Die Jungs, die spielen ja sehr engagiert hier. Welche von den Mannschaften ist Ihr Favorit jetzt? Ja, also ich habe ja Mainz 05 eingeladen, weil ich weiß, dass die eine irre Jugendarbeit machen. Wir, da sind wir natürlich besonders stolz drauf, haben den Halbfinalisten, den Finalisten Borussia Dortmund ein 0:0 abgerungen vorhin. An sich ist Dortmund der Favorit. Okay, da denken Sie also, die werden das Endspiel gewinnen. Und wenn Sie, wann ist es heute Abend fertig? Sind Sie dann froh, wenn das alles rum ist? Oder ist es ein bisschen schade dann, dass so ein Turnier zu Ende geht? Ich bin sehr froh, wenn alles rum ist. Denn Sie haben wirklich ein Jahr lang Stress. Und je näher das Turnier kommt, je mehr freut man sich dann, dass es der Höhepunkt steigt, dass es dann irgendwo auch zu Ende ist. Okay, vielen Dank. NBW. Energie braucht Impulse.